herzlich willkommen im 24. Türchen und somit dem Abschluss meines Bücher-Highlights-Adventskalenders. Es ist unglaublich, wie die Zeit im Dezember gerannt ist, muss ich tatsächlich sagen. Und ich denke, ich habe ja dieses Projekt hier schon im November vorbereitet. Ich habe viele Videos schon im November gedreht, geschnitten, auch hochgeladen und terminiert und die Infobox befüllt und hatte wahnsinnig viele Videos gefühlt auf Vorrat. Und jetzt, wo es sich dem Ende neigt, sozusagen des Adventskalenders, waren immer weniger Videos auf Vorrat. Und ich dachte so, irre, wie schnell das jetzt gegangen ist. Aber auch wie toll tatsächlich der Adventskalender bei euch angekommen ist. Und dafür möchte ich wirklich von Herzen vielen, vielen lieben Dank sagen über jeder, der reingeschaut hat, der ein Like gegeben hat, der einen Kommentar dagelassen hat. Es gibt einige, die wirklich fast jeden Tag da waren und einfach was dazu geschrieben haben, weil natürlich die Kommentare und auch die Likes sind natürlich das Einzige, was man ja gefühlt hier vor, hinter der Kamera irgendwie wahrnimmt und sagt, okay, ist das irgendwie was euch Spaß gemacht hat? Also mir hat der Adventskalender viel Spaß gemacht. Ich finde es toll, hier vor meiner weihnachtlichen Wand zu sitzen, Highlights nochmal Revue passieren zu lassen und einfach, ja, so ein bisschen dieses Bewusste, dass man eben das Jahr nochmal rückblickend betrachtet, das finde ich immer sehr wichtig. Das mache ich in vielen Bereichen. Natürlich gehört die Bücher als meine große Leidenschaft definitiv dazu, aber natürlich auch selbst im Allgemeinen wird das Jahr von mir sehr reflektiert und ich bin umso happier, dass wir zusammen jetzt meine Highlights besprechen konnten. Ich habe mich ja sehr bemüht, das auch in der Würze, der Kürze sozusagen zu präsentieren und bin wirklich sehr happy, dass das so gut bei euch angekommen ist und bin wirklich sehr, sehr dankbar für jeden, der eben eine Interaktion irgendwie mit mir gemacht hat und ich so einfach auch zwischendrin immer irgendwie das Feedback bekommen haben, dass das doch ganz gut gelaufen ist. Ich hatte eine Anfrage, ich glaube, die kam via Instagram rein, ob ich nicht im nächsten Jahr tatsächlich Highlights und jeweils einen Flop präsentieren könnte. Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich habe tatsächlich selten wirklich 23, 24 Flops. Und ich möchte tatsächlich eher hier so diese Positivität ein bisschen besprechen und kommunizieren. Über die Flops sprechen wir definitiv natürlich dann im Jahresrückblick, der noch folgen wird, wo es auch viel Statistik geben wird. Alles, was ich so das ganze Jahr sammle, da wird es auf jeden Fall Flops geben. Sowohl die Bücher, von denen ich enttäuscht wurde, als auch von denen, die ich abgebrochen habe. Und dann gibt es natürlich auch diese Gesamtübersicht, wie viel wurde gelesen, davon gehört und so weiter. Also Flops werden definitiv noch besprochen. Allerdings, ja, fände ich es eben einfach schade, so diese Highlight-Atmosphäre und das Wohlige am Morgen sozusagen vielleicht mit einem Flop, über den man hier so diskutieren möchte, dann eben irgendwie, was vielleicht kaputt zu machen. Ich möchte nun heute am 24. aber vielen lieben Dank sagen und allen ein wunderbares Weihnachtsfest wünschen. Wunderbare, besinnliche Feiertage. Genießt diese ruhige Zeit zwischen den Jahren, auch wenn es theoretisch ja eigentlich nur Datumangaben im Kalender sind, dass man hier eben eine besondere Zeit hat. Aber es gilt natürlich ein Jahr, das glaube ich für uns alle merkwürdig war, abzuschließen. Ich möchte gar nicht sagen, dass es komplett schlecht war. Das möchte ich gar nicht sagen, weil vieles in diesem Jahr sehr schön und sehr gut war. Aber ich würde es jetzt ein merkwürdiges Jahr nennen und wir haben, glaube ich, ein Weihnachten vor uns, was wir in unserer Generation und wahrscheinlich auch die Generation unserer Eltern nicht so kennt. Und umso mehr hoffe ich für euch, dass ihr ein schönes Fest habt, dass ihr schöne Tage habt. Vielleicht beschäftigt ihr euch ja auch mit den Rauhnächten, dann wünsche ich euch da auch eine besondere Zeit. Reflektiert das Jahr, kommt auch dann natürlich gut ins neue Jahr hinüber und ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr jetzt bei den 24 Türchen dabei wart. Wünsche euch das Allerbeste jetzt zum Weihnachtsfest und sende jetzt noch ganz liebe Grüße an euch. Lasst es euch gut gehen und dann bis bald. Tschüss, eure Steffi.